In dieser Woche ist die Sims-Reihe 20 Jahre alt geworden, worüber ich ja schon am Dienstag ein Video veröffentlicht habe. In diesem Video möchte ich mir nochmal alle Geburtstags-Updates für die Sims 4 anschauen, die wir bisher erhalten haben. Das erste große Geburtstags-Update für die Sims bekamen wir im Jahr 2015, in welchem die Reihe insgesamt 15 Jahre alt geworden ist. Einen Tag vor dem großen Geburtstag gab es wieder ein größeres Update, welches ein Stammbaum-Feature für alle Spieler ins Basisspiel gebracht hat. Ja, dieses war nicht von Anfang an im Basisspiel enthalten, sondern wurde erst später ins Spiel gebracht. Ebenfalls gab es ein paar neue Objekte für die Sims, einen Teddybären und ein paar passende Outfits. Ein Jahr später wurden die Sims 16, was ebenfalls mit einem großen Content-Update gefeiert wurde. Hier kam ebenfalls der Gärtner-NPC zurück, welcher sich ebenfalls von vielen Spielern gewünscht wurde. Aber nicht nur das, auch der tragische Clown, den es schon in die Sims 1 gab, wurde wieder mit eingebaut. Ebenfalls konnten wir uns über ein cooles Eifersüchtig-Merkmal sowie Grillkäsebestreben freuen. 2017 wurde mit dem 17. Sims-Geburtstag nur ein neues T-Shirt ins Spiel gebracht, welches ebenfalls auch für Kinder und Kleinkinder bereitstand. Zudem konnten wir uns über ein neues Hauptmenü freuen, ich kann mich aber noch erinnern, dass ich von diesem Update relativ enttäuscht war. Auch 2018 zählte nicht zum Jahr mit dem coolsten Geburtstags-Update, hier gab es lediglich ein neues T-Shirt, eine neue Frauenfrisur und ein paar neue Hautfarben. Es wirkt fast so, als hätten die Entwickler für die ersten Jahre viel mehr Planung und Ideen gehabt, was dann später nicht mehr so viel gemacht wurde. Das darauffolgende Jahr bot dann einen Geburtstag mit neuen asiatisch inspirierten Objekten, die eigentlich eine ganz coole Ergänzung waren. Hier waren die Entwickler wirklich nicht knauserig und haben ganze 21 neue Objekte ins Spiel gebracht, eigentlich eine sinnvolle Ergänzung. Jetzt aber in diesem Jahr haben wir einen großen runden Sims-Geburtstag und haben wirklich nur einen neuen Pool für die Sims bekommen. Meiner Meinung nach gefällt mir der Pool echt gut, allerdings ist ein einzelnes Objekt für mittlerweile 20 Jahre nicht wirklich viel. Mich stört nicht einmal der Fakt, dass wir dieses Objekt schon einmal mit dem Sonnenterrassen-Accessoire-Pack erhalten haben, im Gegenteil, endlich können alle Spieler diesen Inhalt nutzen. Eher war dieses Update doch recht uninspiriert und auch wenn ich schon mit wenig gerechnet habe, bin ich im Vorhinein von mehreren Objekten ausgegangen. Auch in der Community gab es doch einige spannende Vorschläge mit Billardtischen, Einbrechern oder ähnlichem, welche ebenfalls zu so einem großen Jubiläums-Update gepasst hätten. Naja, was uns wohl im nächsten Jahr so erwarten wird? Was war euer Lieblingsgeburtstagsinhalt? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.